They'll turn the roads of the valley.
Hat er seine Freunde dabei? Ja, Freunde dabei, ja. Liebe Fahrgäste des Western Express, herzlich willkommen in Porter's Creek, der Heimat der Gesetzlosen ebenso wie der Rechtschaffenen. Wir bitten Sie, während der nun folgenden kurzen Theateraufführung an Bord der Wagen zu bleiben und gegebenenfalls Ihrem Nachbarn auf der linken Seite ebenfalls freie Sicht auf die Bühne zu gewähren. Bitte beachten Sie, dass es während der Schusswechsel zu einem erhöhten Lautstärkepegel kommen kann. Und nun viel Vergnügen mit Die Tapferin von Porter's Creek. Es gibt noch viel zu tun, aber bald wird Porter's Creek unser Zuhause sein. Hat der Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika zum 20. Mai 1862 entschieden, dass jeder Mann, ob Mann oder Frau, das Recht habe, das Eigentum an 160 Morgen Land zu erhalten. Sofern er den Boden besagten Landes für 5 Jahre nach Treu und Glauben bewirtschaftet und den Ertrag zum Wohle der Allgemeinheit. Auf zum Tanzbriefestempler! In diesem Lande gibt's nur einen, der sich Land oder den Nagel reißt. Und der eine ist
Gleitanken! Gleitanken! So ist es! Trag den Hasenfuß weg, Männer! Was? Was hast du getan? Du Teufel! Du hast ihn getötet! Ich habe getan, was jedem droht, der sich in diesem Tal gegen mich stellt. Lass es dir eine Warnung sein, Parker! Eine Warnung? Von einem Bastard? Der seine Tage damit verschwendet, auf den Peak 7 zu warten? Das Maß ist voll, Duncan. Du wirst für diese Tat büßen. Nein, Jeremy. Was hast du vor? Du redest dich um Kopf und Kragen. Wie lange sollen wir uns noch vor ihm verstecken? Er will unser Land, verstehst du nicht? Aber er wird dich töten. Ich verbiete dir das. Ein Mann, der sich von seinem Weib herumkommandieren lässt. Bald zieht sie mal den Rock an. Es ist Zeit, dass du aus Potters Krieg verschwindest, Duncan. Hey! Taschenspieler zur Seite. Gut gemacht, Thomas. Hoffen wir, dass kein Blutvergießen nötig ist. Du musst mich schon auf der Totenbahre aus dem Tal bringen. Setz dir damit ans Nest. Also sei's gut! Zwischen dir und mir. Drück ab oder fahr zur Hölle. Die Hölle ist noch zu früh. Dafür müsste ich dich mehr leiden lassen. Genügt's nicht, dass du einen harmlosen Postbeamten umgebracht hast? Bring's zu Ende. Aber verschone meine Frau. Um dein Weib kümmere ich mich schon. Sie taugt bestimmt zu mehr als... Danke! Nein, Jeremy! Thank you.
aus Meißen. Die Sprechrollen übernahmen die Wenzelgarde aus Altenburg. Wir wünschen Ihnen gute Weiterfahrt und viel Spaß bei den Westerntagen. Was ist denn da?